liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhies 80 mit der Kalenderwoche Nummer 30 von meinem Filmtagebuch und ich hoffe, euch geht es allen gut da draußen. Ihr seid gesund und munter und hattet eine schöne Woche. Ja, ich auf jeden Fall, denn jetzt ist auch schon August und im August habe ich Urlaub. Ja, seit heute habe ich Urlaub für die nächsten 3 Wochen, weil keine Arbeit muss, aber auch da bin ich ein bisschen traurig, denn ich werde auf jeden Fall meine lieben Kollegen vermissen. Ist auf jeden Fall Fakt. So, aber nicht nur das, auch wird auch jetzt alles ein bisschen entspannter werden, hoffe ich jetzt mal, denn meine 90-Tage-Challenge, die ich hier mitgemacht habe, für mich persönlich, ist nun auch vorbei. Und es waren wirklich 12 schwere, anstrengende Wochen, das komplett durchzuziehen, aber ich habe es geschafft, wirklich jeden zweiten Tag zum Training, 3 Stunden, dann Ernährung getrackt, jeden Tag gewogen, auf Eiweiß geachtet, also wirklich auf alles Wichtige geachtet, auf meine Supplemente geachtet. Es war wirklich schon sehr, sehr schwierig und anstrengend auch. Jetzt im August habe ich einen neuen Trainingsplan, der geht ungefähr bloß noch 1,5 Stunden, also keine 3 Stunden, sondern 1,5 Stunden. Und da bin ich auch schon sehr froh, denn das war wirklich das Ausschlaggebende, alles unter den Hut zu bekommen mit Familie, mit Arbeit, mit Training, mit Videos, die wirklich jetzt hier ganz hinten angestanden waren, einfach aus dem Grund, dass es für mich einfach am unwichtigsten, die Videos zu machen. Und von daher war es mir auch, deswegen gab es auch jetzt die letzten 3 Monate nicht mehr so viele Videos wie vorher. Denke mal auch, es wird auch erstmal so bleiben, einfach aus dem Grund, ich finde es eigentlich auch so ganz entspannt, nicht immer ein Video rauszuhauen, wenn man irgendwie jetzt gar keine Lust dazu hat. Natürlich jetzt diese Videos natürlich immer bleiben, diese wöchentlichen Videos, ist klar. Und ja, so, zur 90-Tage-Challenge ein bisschen was. Wer es interessiert, einfach weiter scrollen, ist egal, bis zu den Videos, bis zu den Filmen dann. Und ja, wie gesagt, mein erster Tag war der 1. Mai und ich habe vor, eben einmal diesen Body-Mass-Analyse mehr machen lassen. Man kann nie zu 100% nicht drauf gehen, ob wirklich alles stimmt, aber im Großen und Ganzen hat es schon hingehauen. Und der erste war dann am 13.05. Und seitdem habe ich angefangen auch mit dem neuen Trainingsplan zu trainieren. Und da war ich mit meinem Gewicht auf 90,1 Kilo oben, wie ihr hier oben seht. Und mein Körperfett war bei 24,6% gelegen. Also ihr seht, ich war da ein bisschen kräftig, also war ich wahrscheinlich leicht übergewichtig. Und Muskelmasse war ich bei 64,7. Mein BMI war 29,8 und mein viszerales Fett war bei Level C. Das heißt, also das Fett, was an Organen dranhängt, was auch zu Herzinfarkte führen können und so weiter und so fort. So wie schon mal zu diesen wichtigen Daten hier. Auch nochmal hier unten der kleine Hinweis, eben hier eben meine Historie von diesen ganzen Messungen. Das könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Und ja, dann habe ich jetzt eben wirklich 3 Monate lang trainiert, auf übelste, also wirklich Vollgas gegeben und habe auch wirklich jeden Tag mich gewogen, mich gemessen, meine Kalorienmenge aufgeschrieben, mein komplettes Essen getrackt und auch jeden Tag viel gelaufen. Ganz wichtig für alle, die es auch so machen möchten, das wichtigste Aspekt ist auch die tägliche Bewegung, also nicht nur bisschen zum Training gehen, das ist eigentlich das Unwichtigste, sondern das Wichtigste ist eigentlich, die Bewegung an sich ist auch sehr wichtig und ich bin immer über 10.000 Schritte gelaufen. Und das ist jetzt eben hier Monat 1, das ist jetzt hier mit Mai angefangen, habe ich jetzt eben hier mit einem gleitenden Gewicht von 89,3. Auch hier, man sieht hier schon, es geht mal auf und wieder ab. Und man hat auch hier das Gefühl, es geht hier nicht wirklich voran, aber ein bisschen schon. Dann schreibt mir noch auf eben dann eben die Kalorienmenge, die Proteinmenge, auch das ist natürlich sehr wichtig. Und auch der Schlaf. Bei mir ist mein größtes Problem gewesen, der Schlaf. Mein Schlaf ist nun mal immer sehr wenig durch meinen Schichtdienst. Durch Nachtdienst, durch Frühdienst, Spätdienstwechsel, Spätdienst-Frühdienstwechsel ist alles ein bisschen schwieriger. Aber man muss einfach durch und natürlich auch dann um einteilen, wie wenn du Heißhunger hast, ob du Heißhunger hast, wie du müde bist, Erschöpfung ist. Und mit dem Trainingsplan muss ich schon sagen, war ich schon an manchen Tagen wirklich komplett am Ende. Und vor allem eben während dem Nachtdiensten zum Beispiel, auch im Spätfrühwechsel oder Frühdienst danach noch zum Training, war schon wirklich extrem heftig. Deswegen hat es auch mich schon mal so runtergehauen, dass ich auch gleich um 8:30 ins Bett gegangen bin, was eigentlich bei mir eigentlich schon sehr, sehr selten war. Das ist schon mal hier der Monat Mai gewesen. Dann haben wir jetzt hier im Monat Juni.
war der anstrengendste Moment von allen, einfach zum Grund durch die ganzen Konzerte, das also noch einen Hut zu bekommen, aber auch habe ich das geschafft. Und dann der letzte Mond war für mich wirklich noch, es war wirklich eine Herausforderung, weil dann wurde irgendwann der Trainingsplan irgendwie immer langweilig, du machst immer dasselbe, es war, hat sich auch extrem gezogen, auch immer, also das war wirklich das anstrengendste, letzte Mond war wirklich sehr, sehr heftig, auch da habe ich meine Kalorien reduziert auf 2600 Kalorien anstatt auf 2800 Kalorien, habt auch wieder mehr Heißhunger bekommen. Und das war wirklich so, das, wow, wo es wirklich sehr, 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 sehr anstrengend war, das Ganze. Aber auch das habe ich jetzt bis zum Schluss durchgezogen. Und wenn ich mir so mal gucke, mein gleitendes Gewicht, mein erstes Gewicht war 89,4 oder 89,3. Und jetzt bin ich zum Schluss bei 87,2. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Und da bin ich auch schon mal ganz zufrieden. Und dann habe ich auch noch alle zwei Wochen mein Körper, also jede Woche habe ich immer am Wochenende dann eine Körpermessung durchgezogen. Das sieht nämlich so aus. Aber auch das war nicht wirklich hilfreich, denn auch da hat man auch nicht wirklich sehr viele, Motivation bekommen, denn das hat sich auch sehr, sehr wenig verändert. Okay, die Schulter, aber natürlich hier vor allem der Bauch und auch beim Bauchnabel hat sich schon einiges geändert. Zum Beispiel beim Bauch habe ich zum Beispiel beim Bauchnabel 104 cm gehabt und jetzt zum Schluss 94 cm, also Umfang. Also das hat sich auf jeden Fall geändert von 10 cm. Ist auf jeden Fall doch recht gut geworden. Und auch dann noch zum Schluss noch als aufgeschrieben hier meine Mikronährstoffe, habe wirklich jeden Tag das nehme, vor allem halt auch hier Zink und auch Magnesium. Dann auch immer das schön hier was zum Einschlafen. Ich habe immer dieses, Melatonin-Spray hilft mir wirklich extrem gut zum Einschlafen und man kann auch wirklich auch sehr gut durchschlafen, ohne noch so Spurenelemente und auch ab und an mal noch so Zink, Vitamin-Tabletten zum Beispiel auch noch genommen und vor allem auch Vitamin D3 und D4. Und ja, und jetzt war ich dann letzte Woche eben dann nochmal bei diesem Analysegerät drauf und auch mit meinem lieben Alex, also mein Trainer, hat es mit mir gemacht. Und was soll ich sagen, auch hier sehen wir wirklich einen extrem guten Fortschritt. Ich habe mein Gewicht von 90,1 auf 87,7 reduzieren können und vor allem auch das Körperfett von 24,9 auf sage und schreibe 19,3. Wir holen jetzt einfach mal auf 20% auf. Also hier auf jeden Fall habe ich auf jeden Fall auch einiges an Körperfett verloren. Auch die Fettmasse war reduziert von, habe ich hier vorher 22,4 Kilo gehabt. Jetzt bin ich bei 16,9. Und auch eine Muskelmasse konnte ich aufbauen von 64,7 auf 67,6. Auch mein viszerales Fett hat sich reduziert von 10 auf 8. Und auch hier, man sieht ja schon, auch hier an der Tabelle hier unten, dass eben auch hier mein Fettverlust hier auch sehr gut zu erkennen ist. Also ihr seht hier schon mal sehr gut. Also ich muss wirklich sagen, ein voller Erfolg war für mich diese 90-Tage-Challenge. Es war anstrengend auf alle Fälle und war auch manchmal sehr frustrierend. Aber man darf niemals aufgeben. Macht weiter, wenn ihr sowas machen wollt, um wirklich Gewicht zu verlieren. Macht Kraftsport. Das hilft wirklich echt extrem gut und ich fühle mich besser denn je. Und jetzt geht es eben auf noch mehr Muskelaufbau. Mein lieber Alex hat mir einen neuen Trainingsplan jetzt gestaltet, weil ein bisschen kürzer ist, wo noch mehr Verbrennung mit dabei ist und wo noch ein bisschen mehr Krafttraining mit dabei ist. Also ich bin wirklich gespannt, wie das läuft. Ich habe es gestern das erste Mal trainiert und muss auch sagen, gut, die erste Mal habe ich 3 Stunden gebraucht, einfach aus dem Grund, weil ich wegen des Austesten musste, mein Gewicht herausfinden musste. Und von daher bin ich jetzt schon sehr gespannt. Morgen geht es dann weiter mit dem nächsten Trainingsplan, nämlich mit dem Push-Day. Und dann gibt es noch einen Leg-Day, also ich gehe dann zu meiner Woche 6-mal trainieren, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Pause, Freitag, Samstag, Sonntag, immer im Wechsel wird es so gemacht. Und dann eben Push, Pull und Leg-Day und dann werden wir sehen, was in den nächsten 12 Wochen noch sich alles so tut. Also ich bin wirklich absolut begeistert, bin jetzt extrem hoch motiviert bei dem Trainingsplan und macht mir extrem viel Spaß. Und wer hier wirklich für sich verändern möchte, der kann mich auch gerne anschreiben, wenn ich euch helfen möchte, das soll, kann ich es gerne tun. Aber ansonsten bin ich wirklich extrem zufrieden mit meiner Arbeit und auch jetzt werde ich ein bisschen entspannter an Sachen rangehen, nicht mehr so extrem auf das Tracken gucken, Hauptsache mein Eiweißgehalt passt und auch mein Fett und Kaloriengehalt, aber nicht mehr so extrem speziell drauf schauen, wie jetzt eben jetzt in den letzten 3 Wochen, nur 12 Wochen. So,
So wie dazu zu meiner 90-Tage-Challenge. Es wird sich auf jeden Fall lohnen für jeden, der mitmachen möchte. Für einen natürlich ein bisschen mehr, einfach aus dem Grund, wer natürlich einen regelmäßigen Arbeitsablauf hat, ist da wesentlich besser dafür geeignet als ich. Mit diesem 5-Schicht-System ist es einfach extrem schwierig, alles unter den Hut zu bekommen. Aber man bekommt es hin, wenn man es eben auch möchte. So viel schon mal dazu. Und jetzt geht es weiter mit den Filmen. Auch da habe ich die Woche einige Filme auch abarbeiten können. Auch vor allem Filme, die ich jetzt erst frisch in der Sammlung bekommen habe. Und zu einem am 25. Juli ging es dann gleich mal los mit dem Thriller Heist mit Gene Hackman, Danny DeVito und Delroy Lindo mit diesem schicken Motiv hier von NSM Records. Und auch dieser Film war dann doch richtig interessant. Gene Hackman spielt hier einen etwas älteren Gangsterboss, der halt eben sich erwischt, der auf der Kamera erwischt wurde und möchte jetzt gerne aussteigen. Aber Danny DeVito alias Mr. Bergman möchte gerne, dass er noch einen letzten Coup macht, um nochmal ans große Geld zu bekommen. Aber da geht einiges schief. Und ja, das Finale ist auf jeden Fall überragend, denn jeder stellt sich gegen jeden. Und dann kommt einfach wirklich das extreme gute Finale. Ja, der Film ist leider nicht so ganz bekannt, muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Der Film ist wirklich aus dem Jahr 2001, wo auch Ocean Eleven rausgekommen ist. Und da ist dieser Film ein bisschen untergegangen. Aber auf jeden Fall ein Blick schon mal wert. Und auch das Booklet wurde durchgelesen. Hier wurde der Text geschrieben von dem guten Thorsten Harnisch. Eine Lesezeit von ca. 15 Minuten ist ein recht kurzes Booklet, aber man bekommt ja eine kleine Inhaltsangabe zu dem Film. Dann eine Begriffsbeschreibung, was denn das heißt, hier heißt. Und dann noch eben der Erfolg des Films, sowie auch noch eine kleine Biografie vom Regisseur David Mamet. Und der Film hat mir auf jeden Fall ganz gut gefallen, bekommt von mir 8 von 10 Punkte. Man kann sich auf jeden Fall mal angucken und macht auf jeden Fall echt extrem viel Spaß. Vor allem der Schluss fand ich wirklich genial. So, dann am nächsten Tag ging es dann weiter mit dem 26. Juli. Eigentlich wollte ich diese Dokumentation eigentlich an dem wirklichen Tag angucken, von der Mondlandung, aber es hat einfach nicht funktioniert letzte Woche oder vorletzte Woche, weil ich einfach so im Eimer war. Und zwar Apollo 11 und Aufbruch zum Mond. Ich hole jetzt einfach mal hier erstmal das raus, denn man muss nämlich hier mal sagen, wir haben ja hier zwei verschiedene Cover-Artworks. Und wir haben dann zuerst erstmal Apollo 11 angeguckt, eine Dokumentation über die Mondlandung aus dem Jahre 1969 und die Apollo 11 Dokumentation ist zum 50. Jubiläum der Mondlandung entstanden, nämlich 2019. Und hier hat nämlich der wunderbare Todd Douglas Miller etwas ganz Besonderes gemacht. Wir haben den Film eingelegt und meine Frau wollte eigentlich erst gerade mitgucken, aber dann hat sie es dann doch getan und hat sich gemeint, Schatz, das ist doch alles hier ja, nachgestellt, oder? So, ich glaube nicht, das ist eine Originalaufnahme. Nee, das kann nicht sein. So gute Bildqualität kann das nicht haben. Okay, und dann das Booklet hergeholt. Und was habe ich da gelesen? Alle Aufnahmen, zumindest alles, was man in diesem Dokumentation sieht von Apollo 11, sind Originalaufnahmen von den Archivaufnahmen von der NASA, die hier der wunderbare Todd Douglas Miller zur Verfügung gestellt bekommen hat. Und was soll ich sagen, was hier entstanden ist, ist eine Meisterleistung, ein Meisterwerk ist diese Dokumentation einfach nur hervorragend mit den Audiodateien bzw. auch mit den Kommentaren auch von der damaligen Zeit. Wir haben hier wirklich eine Zeitreise ins Jahre 1969 zurück und man hat das Gefühl, dieser Film ist komplett neu gedreht worden. Die Bildqualität von diesem Film, von dieser Dokumentation ist einfach nur Wahnsinn. Also man hat sowas auch nicht gesehen. Ab und an sieht man ein paar so Schwarz-Weiß-Aufnahmen, eben so ja, Überwachungskamera-Videos, wo man erkennt, okay, das ist ein bisschen schlecht, aber ansonsten ist diese Dokumentation wirklich einfach nur überragend. Ich kann nur wirklich sagen, guckt euch diese Dokumentation Apollo 11 an. Es ist wirklich, hier steht auch die atemberaubende Dokumentation zum 50. Jahrestag und es ist wirklich atemberaubend. Also wirklich, man hat es, du bist hier wirklich eine Zeitreise ins Jahr 1969 zurück und wenn man da damals dabei war, dort war und das jetzt anguckt, kann man sagen, oh guck, da war ich, da bin ich. Also so schaut das aus, die Bilder, das ist echt, also ein unglaublich, also das hat mich wirklich komplett geflasht, auch meine Frau fand diese Dokumentation wirklich überragend. Und natürlich dann ist dann gleich dann noch die Dokumentation, das Buch noch durchgelesen, geschrieben wurde es vom lieben Wolfgang Brunner. Auch hier eine Lesezeit von ca. 25 Minuten, ein bisschen
Hintergrundinformation über die Mondlandung gibt es natürlich auch noch. Dann geht es eben hier über die Entstehung dieser Dokumentation, was absolut interessant war auf jeden Fall, wie es hier gemacht wurde. Ohne noch eben alles original Aufnahmen von damals, von 1969. Dann gibt es auch eben eine Biografie von dem Regisseur Matt Morton und natürlich auch von den wichtigsten Charakteren, natürlich Neil Armstrong, Buzz Aldrin und auch Michael Collins, und auch noch einiges Wissenswertes über die Entstehung des Films gibt es ja auch noch. Also wirklich echt ein wunderbares Dokumentationsstück hier, was wir haben. Einfach nur fantastisch. So, und also diese Dokumentation bekommt von mir 10 von 10 Punkte. Einfach nur Wahnsinn. Und dann drehen wir gleich mal um. Am nächsten Tag, dann habe ich mir dann gleich angeguckt, Aufbruch zum Mond. Den Film habe ich jetzt schon das dritte Mal geguckt und auch dieser Film wird wirklich von Mal zu Mal wird dieser Film besser. Man muss sich einfach auf diesen Film einlassen. Er ist ein ruhiger Film, er erzählt eben die Lebensgeschichte von Neil Armstrong, ist ja auch eine Buchverfilmung von James R. Hansen. Und auch dieser Film ist auch sehr bewegend, auch sehr traurig, auch hat auch einige emotionale Momente mit dabei. Und natürlich auch dann die Abschlusssequenz eben hier, die Mondlandung, auch das wirklich überragend dargestellt. Auch das hat man das Gefühl, man hat hier auch eine Dokumentation vor sich liegen. Und kann auch nur sagen, guckt euch diesen Film an. Der Film ist aus dem Jahr 2018 und geht 143 Minuten. Er geht ein bisschen lang, das vielleicht, ja, man hätte es einfach ein bisschen kürzer machen können, aber im Großen und Ganzen eine sehr schöne, ruhige Erzählweise, die wirklich diesen ganzen Film auch wirklich sehr gut inszeniert und auch sehr gut rüberbringt, und bekommt von mir ebenfalls 9 von 10 Punkte. Auch das Booklet wurde durchgelesen, ebenfalls hier ein Text von Wolfgang Brunner geschrieben. Auch hier wieder 25 Minuten circa Lesezeit. Hier geht es erstmal um realistische Science-Fiction-Filme, auch über die Entstehung des Films, Hintergründe zum Film und auch dann noch das Musikinstrument Termin, wo wieder hier zum Einsetzen gekommen ist, was auch schon eigentlich komplett von dem Soundtrack weggekommen ist. Dann geht es eben um die Buchverlage von dem James R. Hansen, und dann gibt es eben Biografie noch von Ryan Gosling, Lucas Haas, Clary Foy und auch vom Regisseur Damien Chazelle, und auch eben noch Filmfehler und auch Wissenswertes über diesen Film gibt es auch noch. Also auch hier könnt ihr auf jeden Fall schon mal satt lesen und hat mir auf jeden Fall extremst gut gefallen. Und dann noch am nächsten Tag gab es dann noch, oder zumindest abends noch dann eben dann eine weitere Dokumentation, und zwar die 10-jährige Dokumentation, und zwar hier A Space Movie, was ebenfalls mit enthalten ist auf DVD. Hier muss man wirklich sagen, ist die Bildqualität nicht ganz so gut wie jetzt von Apollo 11 und auch von Aufbruch zum Mond. Ist nun mal DVD. Wir haben hier auch eine sehr unspektakuläre Dokumentation, muss man sagen. Am Anfang sehen wir so die Entstehung von der NASA mit den ganzen Rückschritten, mit der Explosion. Ist komplett auf Englisch, ohne deutsche Untertitel, was ich ein bisschen sehr störend fand. Geht aber gerade mal 79 Minuten, aber ist halt nicht so, dass, also da guckt euch lieber Apollo 11 an, was hier wirklich bahnbrechend war. Ist aber ein schönes Gimmick, was immer dabei ist, in diesem kompletten Mediaprozess, rund um Säugungspaket über die Mondlandung. Auch hier gibt es einen kleinen Buchanteil noch, also ungefähr 4 Seiten, ebenfalls geschrieben von Wolfgang Brunner, Lesezeit von ca. 30 Minuten, und hier gibt es ein bisschen Entstehung noch und auch Hintergründe über A Space Movie. So wie schon mal dazu, und ich muss euch wirklich sagen, diese Box lohnt sich auf jeden Fall, alle, die wirklich jetzt hier auf die Mondlandung sich dafür interessieren. Auf jeden Fall, diese Box ist echt hervorragend und auch das Buchanteil von dem Teil ist einfach der Wahnsinn. Ja, also Aufbruch zum Mond bekommt von mir 9 von 10 Punkte, Apollo 11 10 von 10 Punkte, Dokumentation ist wirklich überragend, und A Space Movie bekommt von mir 7 von 10 Punkte. Also auch hier ein rundum Säuglus-Paket, was man hier angucken kann. So, dann geht es weiter mit dem nächsten Film, ebenfalls am 27. Juli. Und zwar habe ich mir dann mal den wunderbaren alten Kultfilm von Arnold Schwarzenegger angeguckt. Naja, Kultfilm ist leider nicht. Und zwar Red Sonja mit der wunderbaren Brigitte Nielsen. Und ja, was soll ich sagen? Puh, das ist schon Trash von Feinsten. Also ich bin leider nicht ganz so der große Freund von diesem Film, gebe ich auch ehrlich zu. Ich habe natürlich hier Upgrade gemacht, einfach so im Grund. Ich habe die alte DVD noch da rumliegen gehabt. Die kommen jetzt weg. Und natürlich jetzt hier eine kleine Aufwertung von dem Steelbook. Aber muss echt sagen, dass der Film ist schon wirklich schon nicht ganz das Gelbe vom Ei. Dazu kommt noch, ich habe die 4K-Disc eben in meinem 4K-Player eingelegt. Ja, ich habe einen 4K-Player, aber es hat sich nicht abspielen lassen. Hat immer geheißen, Komplikationsprobleme, eben
unkooperative, nee, wie heißt es? Unkooperative. Keine, was heißt das jetzt? Hänger. Kein unterstütztes Format heißt es auf jeden Fall. Also es hat nicht funktioniert. Da habe ich es auf der Xbox eingelegt und da hat es auch funktioniert, so keine Ahnung. Ja, aber es macht den Film auch nicht besser. Also hier guckt mal bitte selber mal nach bei eurer 4K-Disc. Die Bildqualität von der 4K ist recht gut, aber ich finde es ein bisschen dunkel. Habe auch dann die DVD angelegt gehabt, die war ein bisschen heller. Aber ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, ob euch auch diese Fehler habt bei der 4K-Disc, dass die dann auch abgespielt werden kann. Ja, Red Sonja bekommt von mir 5 von 10 Punkte. Mehr leider nicht. So, weiter geht's dann mit einer weiteren Veröffentlichung von JB Entertainment. Auch da habe ich mir den Film entdeckt, in den Player reingeschmissen. Auch lange nicht mehr gesehen. Und zwar Das Waisenhaus. Ein Film von J.R. Bayona. In der KVB-Variation. KVC ist noch verfügbar. Wer es gerne haben möchte, schreibt mich gerne an. Und ja, auch das Filmchen ist auch ein Horror-Drama mit wirklich einigen sehr dramatischen, auch emotionalen Momenten mit dabei. Sehr, sehr schöner Film auch. Hat mir auch sehr gut gefallen. Bekommt von mir 8 von 10 Punkte. Auch das Buch wurde durchgelesen. Ebenfalls geschrieben von meinem guten Wolfgang Brunner. Auch hier haben wir eine Lesezeit von ca. 20 Minuten. Wir haben eine kleine Filmanalyse über diesen Film. Also es eigentlich mehr als ein Horrorfilm ist. Auch sehr gut geschrieben auch. Und dann gibt es auch noch kleine Biografien über Sean Antonio Bayona, also den Regisseur. Dann auch noch über Ben Rüder, Guillermo del Toro und auch noch vom Komponisten Fernando Vázquez. Und auch noch ein paar Wissenswertes in diesem Booklet gibt es auch noch zu lesen. Also auch hier wird man rundum versorgt von diesem Film. Und muss auch sagen, auch das eine sehr, sehr schicke Veröffentlichung zu einem sehr guten Film. Und weiter geht es dann auch mit dem nächsten Film, und zwar Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Auch diesen Film habe ich hier gleich bekommen, auch gleich eingelegt im Player. Und ja, dieser Film macht auch zum zweiten Mal auch recht viel Spaß. Hat mir auch sehr gut unterhalten. Mal wieder einer mit von den besseren Marvel-Filmen. Ich bin jetzt nicht mehr so der große Marvel-Fanboy, gebe ich zu. Aber der Film hat mich unterhalten und mehr auch nicht. Er hat mich unterhalten, aber natürlich auch wirklich, hier wird auch kein Meisterwerk. Und bekommen von mir 8 von 10 Punkte. So viel schon mal dazu. Und jetzt kommen wir noch zu den Filmen, die ich jetzt mal wieder angeguckt habe, seit langem mal wieder. Und zwar, meine liebe Kollegin wollte gerne ihren Kindheitsfilm nochmal, oder zumindest ihre Kindheit wieder aufblühen lassen. Sie war ein riesengroßer Fan von Findet Nemo. Das, ihr seht hier schon, der Altersunterschied zwischen uns beiden ist extrem hoch. Und sie wollte gerne mal den zweiten Teil angucken. Also gab es dann für sie Findet Dory. Und ich muss halt sagen, ich mag Findet Dory zwar auch, bis auf den Schluss, den ich einfach nur dämlich finde, wo sie dann versuchen, dann mit als Fisch dann im Auto zu fahren. Da bin ich ein bisschen raus, einfach aus dem Grund, das hat mir leider nicht ganz gut gefällt. Da gefällt mir eigentlich, ich finde Nemo noch ein bisschen besser. Aber auch dieser Film macht auf jeden Fall Spaß. So haben wir auch sehr gut unterhalten, bekommen von mir ebenfalls 8 von 10 Punkte. Dann ein weiterer Film, den ich ihr mal zeigen wollte, war auch ein Film, den ich aber vor kurzem angeguckt habe, und zwar mit Anthony Hopkins und nochmal Ryan Gosling, und zwar Das perfekte Verbrechen. Ich mag diesen Film extrem gerne angucken. Er macht immer wieder Spaß, obwohl ich ihn schon so oft gesehen habe. Aber der Film ist wirklich von Anfang bis Ende extrem spannend. Auch meine Kollegin fand diesen Film auch extremst gut. Und von mir bekommt der Film 9 von 10 Punkte. Und den kann man sich auch immer wieder angucken, für mich persönlich. So, ein weiterer Film, den ich auch schon dieses Jahr schon dreimal angeguckt habe, innerhalb von ein paar Modern eigentlich, und zwar Top Gun. Da war ich mit meiner lieben Kollegin ja dann auch im Top Gun Maverick, und sie kannte den ersten Teil nicht. Sagt sie, hast du den ersten Teil daheim? Sag ich, klar habe ich den ersten Teil daheim. Also habe ich mitgebracht und habe mit ihr dann Top Gun angeguckt. Sie ist aber auch dasselbe wie ich. Sie mag auch den zweiten Teil lieber. Ich mag den auch. Sie mag auch diesen, hat ihr auch sehr gut gefallen. Aber irgendwie der zweite Teil ist einfach ein kleinen Ticken besser, wie ich persönlich finde, aber ist hier natürlich die persönliche Meinung. Und auch dieser Film bekommt von mir 9 von 10 Punkte. Auch das ist immer wieder ein Dauerbrenner, kann ich auch immer wieder angucken. Und ich freue mich schon endlich, Top Gun Maverick auch ins Haus anzugucken. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Film nochmal im Play landet dieses Jahr. Also könnte es schon ein paar Spitzenreiter geben für den meistgesehenen Film dieses Jahres.
Mal gucken, ob das auch so wird. Ja, Top Gun auf jeden Fall wieder eingelegt und bekomme von mir 9 von 10 Punkte. Dann habe ich ihr noch einen weiteren Film gezeigt. Auch dieser Film hat mir auch sehr gut gefallen. Auch erst vor kurzem angeguckt. Auch ebenfalls eine Veröffentlichung von JB Entertainment, nämlich Nightwatch, Nachtwache, der Originalfilm von Ole Bornetal. Da gibt es ja auch einen Film, Voyager Unbound dazu. Und wow, was für ein intensiver, genialer Film. Sehr stark, hat ihr auch extrem gut gefallen. Und der Film bekommt von mir ebenfalls 8,5 von 10 Punkten. Da könnt ihr auch gerne mal das Wochenende dazu angucken. Und ja, ein sehr spannender Film, wo es wirklich auch um Nachtwache geht, was auch perfekt zu uns auch passt. So, und dann noch am 31. Juli dann gab es noch einen weiteren Film, wo ich auch mal zeigen wollte, ein uralter Film, aber der mich auch komplett umgehauen hat, dieser Film, und zwar Zeugin der Anklage aus dem Jahr 1957. Auch dieser Film, auch erst vor kurzem angeguckt, aber auch dieser Film hat mich von vorne bis hinten geflasht. Also auch hier, guckt euch diesen Film an. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Und bekommt von mir 10 von 10 Punkte. Ein überragender Film, der einfach nur spannend und auch extrem unterhaltsam auch ist. Ja, und das waren auch so meine 12 Filme, die ich mir jetzt in der Kalenderwoche Nummer 30 angeguckt habe. Also ihr seht schon, wir haben einiges geschafft. Was habt denn ihr die Woche angeguckt? Schreibt es in die Kommentare rein, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin schön gesund. Tschüss mit Ö und piep.